Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei TechTown mit mir, dem Srealpay, heute nur. Aber sollte ihr mittlerweile aufgefallen sein. So, letzte Folge haben wir den Fertilizer gebaut und ein paar Kühe geschlachtet, irgendwo 500.000 Meter weiter weg. Heute machen wir den Planter. Was brauchen wir denn da? Flowerpot. Pisten, das ist ja alles relativ easy noch. Hier, das können wir den Flowerpot basteln. Zack, zack. So, so und Pisten. Haben wir noch ein bisschen Eisen? Haben wir noch. Achso, unten muss das Redstone hin, genau. So, so, so. Nee, Quatsch, das war ja falsch. So, na ja, da passt doch genau. Ein Pisten. Den Planter haben wir. Jetzt brauchen wir noch den Harvester. Den Harvester. Harvest Moon. Golden Axe. Shears. Ja, Shears sind ja relativ easy. Zack, zack. Also man kann ihn nicht stacken, gut zu wissen. So, so. Hier wieder die Plastik-Sheets hin. Und eine goldene Axt. Haben wir noch ein bisschen Gold hier liegen? Ja, haben wir. Machen wir gerade mal eine goldene Axt. Ah, damit kann man bestimmt auch Bäume abernten, glaube ich. Ich weiß das gerade gar nicht. Ich bin nicht so well informed. So, den Harvester. Jetzt geht's wieder nach oben. Und wir müssen auch noch ein neues Solar Panel bauen, dann, weil das wird, glaube ich, ein bisschen schwach auf der Brust. So wie ich das sehe. Gut. Wir müssen nach unten. Ich sehe schon, es wird eine kleine Herausforderung hier mit dem Bauen. Ist aber okay. Ich mag Herausforderungen. Wir brauchen ein bisschen Erde auf jeden Fall. Erde. Ist ja nicht so, als hätte man nicht genug davon. Die zwei Sattel können wir mal hier reinmachen. Da können wir uns dann irgendwie ein Hausschwein oder so erstellen. Keine Ahnung. So. Ja, ich baue das jetzt erstmal und um die Verkabelung kümmere ich mich gleich. Um die weitere Vorgehensweise. Das dürfte jetzt das sein, was wir brauchen. Wasser müsste ich hier daneben setzen. Setze ich den hier? Ja, ich denke schon. Moment mal. Ich muss jetzt halt nur mit der Verkabelung so weit planen, dass hier unten etwas hingeht. Und auch hier etwas hingeht. Hier lasse ich mal noch offen. Weil hier kommt ja auch noch der Breeder hin. Der dann im Endeffekt dafür sorgt, dass die Tiere auch gefüttert werden. Hier muss eine Diamond Transport Pipe hin, die sortiert dann, dass die Seeds hier unten hingehen, in den Planter wieder, und der Weizen zu dem Breeder hingeht. Wie sieht es denn im Fertilizer aus? Acht Fertilizer. Es heißt auch Fertilizer, ne? Industrial Fertilizer, genau. Das sind schon 8 Stück drin davon. Jetzt muss ich erstmal eine. Haben wir noch Diamond? Ja, haben wir noch. So. So, komm mal her. Ist irgendwie nicht so schön, das Lied. Ich guck gerade mal ein bisschen durch. Ja, das können wir lassen. Oder nee, das hat man schon. Das geht. Easy. Und das Schwein. Achso, ich habe ja noch gar nichts. Ich muss erstmal. Ja, perfekt. Und warte mal hier. Leaf Shifts, Jungle Wood, okay. Unten ist schwarz. Auf schwarz sollen die Seeds rausgehen. Auf grün soll der Weizen rausgehen. Ach Quatsch. Auf grün. Nicht auf gelb. Okay. Passt, passt. Dann muss hier drauf. Ne, warte mal. Es muss ja auch noch Strom gelegt werden. Es muss ja auch noch Strom gelegt werden. Das vergesse ich manchmal. Wir könnten ja im Prinzip auch einfach hier unten durchgehen weiter. So, auf der untersten Schiene sozusagen.
Da gehen wir hier dran. Na? Komm, geht das? Ja, das geht. Super. Zack, zack, zack. Alles reicht nicht. Nein, das wird nicht reichen. Gut, ich muss auch noch ein paar Glasfaserkabel machen. Ich könnte es auch mit Kupferkabel machen, aber. Nö, was? Nö. Wir sind ja rich, big rich sind wir. Naja, auch nicht mehr so rich. Wir müssen langsam mal aufpassen, was wir machen. Silber. Haben wir noch. Das könnte auch langsam knapp werden. Alter. Wir haben nur noch so wenig Stuff. Naja, ein wenig im Anführungsstrichen, aber. Gut, wir haben ja auch noch die Quarry laufen. Da kommt ja demnächst auch noch ein bisschen was rein. Hier haben wir noch ein paar Diamonds. Das Refined Iron. Legen wir die hier mal mit hin. Moment. Silver. Silver Ore haben wir auch noch. Können wir ja mal, bisschen manuell bearbeiten. So, zack. So, legen wir mal manuell rein. Und dann können wir gleich ein bisschen was machen von der Menge her. Warte mal, nee. 63 ist natürlich nicht so cool. Dann requesten wir einfach nochmal einen Sand. Und dann machen wir das vollständig. Oh, hier sind ja auch noch Iron drin. Huch. Ich hätte ja noch ein Glas. Naja, gut. Egal. So viel dazu. Dann heizen wir die hier kurz noch durch. Oh, es leckt gerade irgendwie. So, alles cool? Alles cool? Alles cool? Alles cool? Ja, alles cool. Achso, ich hatte da schon eins reingetan. Naja, gut, egal. Dann machen wir das eben so. 30 Stück. Die dürften eventuell sogar reichen. Schauen wir gerade mal. Wie viel Zeit haben wir denn? 7 Minuten. Ach, das ist ja easy. Easy. Und hier noch einer dazwischen. Und die Bedbox. Ich muss mal auf den Stromverbrauch achten, wenn die beiden sich jetzt aufgeladen haben. Ah ne, warte mal. Hier kommt ja noch gar keiner an. So, jetzt aber. Der lädt sich auf. Ja, jetzt kommt natürlich gleich die Nacht. Ich müsste mal gerade schlafen gehen. Ganz schnell. Vielleicht stelle ich mir auch mal ein Bett da oben hin. Oh, nee, nee, jetzt lasse ich das mal hier, weil jetzt sind schon Monster gespawnt, glaube ich. Schlaf, 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 schlaf. Gut. Und dann gucken wir mal. So, wie sieht's denn aus? Bedbox? Lädt sich immer noch auf. Ja, wenn wir da, also ziehen insgesamt relativ wenig die Maschinen, obwohl sie natürlich jetzt auch noch nicht arbeiten. Okay, warte mal. Wir müssen jetzt mal noch ein bisschen vordenken. Hier unten muss jetzt. Aha. Ja, ich, Da müssen wir jetzt hier einmal so ausweichen. Müssen wir dann hier einen Block da irgendwie drüber bauen oder so, mal gucken. Damit das alles mit Energie versorgt ist. So, lädt er sich auf? Er lädt sich auf, gut. Und dann müssen wir jetzt auch noch die Bedbox hier beobachten. Wie sieht's aus? Lädt sich immer noch auf. Jetzt will ich gerade mal. Huch, nee. Ich könnte mal hier den ganzen Scheiß gerade zubauen. Oh nein. So wollte ich das haben. Ist zwar jetzt ein bisschen doof, aber. Ah nee, warte mal. Hier muss offen bleiben, weil hier muss ein Wasserspot rein. Meines Erachtens nach. Denn es muss ja angefeuchtet sein, sozusagen. Haben wir das zugebaut. Da muss jetzt ein Wassereimer rein. Können wir gerade mal hier eine Workbench hinstellen. Hier so. Und dann holen wir mal Wasser. Wasser, 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 Wasser. Zack. Und jetzt sollte der doch schon eigentlich. So.
Warte mal. Der soll eigentlich nur. Das ist jetzt ein bisschen doof. Wir müssen, glaube ich, hier. Eins. Wir müssen, glaube ich, was drum herum bauen. Jetzt müsste der doch den hier nehmen. Genau, jetzt nimmt er den. Na, müssen wir halt ein bisschen Holz drumherum bauen. Schadet ja nicht. Und der fertilisiert das dann. Und der Weizen geht. Achso, hier kommt der Weizen gerade raus, weil es ist ja noch kein Dings gelegt. Kein Breeder. Den Breeder könnten wir jetzt mal legen. Hier ist er. Golden Carrot, Golden Apple. Karotten haben wir hier. Äpfel. Pff, müsste ich jetzt nachgucken. Golden Carrot. Apple. Nee, haben wir nicht. Wie machen wir das denn? Carrot. Auch nicht. Was braucht man denn dazu? Erstmal das brauchen wir dazu und das brauchen wir dazu. Okay. Aber Äpfel haben wir nicht, soweit ich das jetzt erspähen kann. Und davon brauchen wir zwei, genau. Zwei Karotten habe ich, aber keine zwei Gold. Da muss ich nochmal hier. Zack, zack. Na, los. Ja. Das einmal zu Goldnuggets und. Dann können wir uns schon mal die zwei Karotten machen. Und dann müssen wir einen Baum mal fällen. Oder auch zwei. Chainsaw. Meins. Den Fertilizer kann ich dann nochmal oben in den Dings reinlegen. In den anderen Fertilizer. Genau. Sozusagen. Okay, hier fallen Äpfel runter. Hier fallen Äpfel runter. Das war jetzt ein bisschen fail gefailed. Aber wir können ja dann nochmal abreißen und neu pflanzen. Zur Not, wenn es jetzt zu scheiße aussieht. Aber solche großen Bäume stören mich eh immer. Obwohl sie natürlich. Sie passen sich auch ganz gut ein. Gebieten so ein bisschen Blickschutz, dies, das. Also, naja, gut. Sind nicht immer schlecht. So, ein Golden Apple. Und Purple Dye? Warte mal. Rose Red und Lapis Lazuli. Rose Red haben wir natürlich nicht. Da muss ich mal Purple Dye herstellen. Ach doch, wir haben zwei Rose Red. Na gut, okay, dann hat sich das ja geklärt. Wo haben wir denn unser Lapis? Zack, zack. Oder haben wir sogar vier Purple Dye? So viel brauchen wir gar nicht. Und jetzt ist natürlich das Plastik alle. Aber kein Problem, weil wir haben ja noch Rubber. Wir brauchen auch nur noch einen Rubber. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Moment. Ach nee, wir brauchen doch mehr, verdammt. Moment. Rubber. Aber ja, wir haben ja genau noch drei. Dann können wir die ja verwenden. Zack. 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 Zack, 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 zack. Und dann haben wir nochmal vier Plastik-Cheats. Brauchen wir eigentlich gar nicht, aber naja. Okay, doch, dann können wir die drei genau noch verwenden für den Chronotyper. Aber wir brauchen ja sowieso noch mehr für den. Wir brauchen ja noch ein paar Maschinen. Ist ja noch nicht gegessen hier die Sache. Wie mache ich das denn dem Breeder so rum, ne? Ja, genau. Der Breeder muss so rum. Oh, da haben wir schon 25 Weizen. Ja, what the fuck? Und da können wir noch mal hier, zack. Macht Liebe. Ach nee, der ist ja noch nicht angeschlossen. Damit. 22 Glasfaserkabel haben wir aber noch.
Macht Liebe. Na. Schließen wir das hier in die Fellkonstruktion einfach mit an. So. Und so. Und so. Ah, passt das? Nee, warte mal, da muss ich drunter. Ah, dammit. Da muss ich drunter. Und, ach, dammit. Moment. I have it. So. Machen Sie Liebe? Sie machen Liebe. Oh mein Gott. Hm. Lol. So, das funktioniert. Also der füttert jetzt automatisch die Schweine und die vermehren sich. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Jetzt brauchen wir natürlich auch noch einen Chronotyper. Chronotyper, das ist der nächste. Da brauchen wir Emeralds zu. Ich hoffe, das geht auch mit Green Saphir. Ansonsten, ich kann ja, kann ich das? Ich guck gerade mal im Ticket-Wiki. Man müsste doch Green Emeralds herstellen können irgendwie. Emeralds. Ah, bitte. Please. Moment. Man könnte doch mal Emeralds herstellen. Ich bin ja nicht völlig beschränkt. Damn it. Naja, gut. Pumpt er langsam schneller hier? Nee. Doch, pumpt er. Aber immer noch nicht schnell genug. Naja, gut. Ansonsten geht das hier eigentlich trotzdem relativ fix. Und es wächst und es wird abgeerntet. Und es geht hier rein. Genau. Super. Es funktioniert. Faszinierend. Faszinierend. Egal. Chronotyper. 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 Muss ich jetzt mal gucken, ob das auch so funktionieren könnte. Purple Dye haben wir ja noch. Das, das, das. Und ja, jetzt einfach die. Okay. Also von den Green Saphir haben wir ja mehr als genug. Zack. Please, 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 make it happen. No! Okay. Wir sehen uns erstmal in der nächsten Folge wieder und ich überlege nochmal, was ich bis dann mache. Okay, bis dann.